Komm. Ich mache jetzt auf chinesisches Restaurant auf. Ich mache gerne 69, aber nur die Nummer. Ja, gegessen. Ich esse immer ganz gerne Frühlingsrollen-Nudeln mit gebratenen Nudeln. Und Süß-Sauersauce. Eis und Gemüse und Knoblauchsoße kann man auch essen, ja. Da haben wir das denn jetzt fertig. Alter, uns fehlen noch 3 Stück, ne? Uns fehlen noch 3 Stück, ich fasse es nicht. Gib mehr als 30.000 und hört an einem Tag aus. Wie soll ich das denn bitte machen, Alter? Obwohl, ich könnte neue... Ja, jetzt... Ich könnte das hinbekommen. Sobald ich genug Geld habe, kann ich neue... Sachen holen. Wieso rennt ihr runter? Achso, der Koch kocht. Ach, oh, Leute. Wo ist mein Koch? Irgendeiner kocht für die... Nein, du brauchst nicht für die untersten Etagen kochen. Nur für die obersten. Nicht für die untersten, ganz wichtig. So, Sitzplätze. Menü, Walnusskuchen, der geht aber richtig steil gerade. So, GL ist auch wieder Level Up, sehr schön. 300 Gäste muss ich insgesamt bedienen. Ja gut, wir haben Platz für wie viel aktuell? 454. Also das sollte kein Problem sein, die alle zu bedienen. Oder gib am Tag aus, zählen dann die auch im täglichen Kosten, die wir dann haben? Die täglichen Kosten, damit zu zählen, was ich am Tag ausgeben muss. Warum sitzen die nicht draußen? Ach, es regnet. Ja, ja, ob das auch dazu zählt. Die haben echt Schilder dabei, ne? Ey, wie geil ist das denn? Das ist doch mal geil gemacht. Das ist ja mal geil gemacht. So, 6.000 haben wir bekommen. Es wird ja so langsam. Oh, Menü, was haben wir jetzt hier wieder? Waldeskuchen ist Stufe aufgestiegen. So haben wir dann genug Leute hier, die unsere Sachen hier besorgen. Mal gucken, wir brauchen auf jeden Fall Erdbeeren. So, was brauchen wir noch? Fleisch brauchen wir aktuell noch. Fisch. Bin mal nochmal welchem. Achso, Tag ist zu Ende. Ja, ist klar. Machen wir ruhig den Tag einfach zu Ende. So. Mehr als 30.000 einen Tag aus. Da sind wir gerade bei. Tränke, den ganzen Tag nur Suppen. Das heißt, morgen werden wir nur Suppen machen. Das muss ich gleich ändern, bevor wir umspringen. So, wie sieht's aus? Pilze haben wir genug, Käse haben wir genug, Walnuss habe ich momentan nicht dabei. Das haben wir genug. Erdbeeren holen wir gerade. Fisch. Bohnen habe ich auch genug. Da brauche ich momentan nichts holen. Aber dass wir jetzt unsere Forschung mal durchbekommen, damit wir die nächste reinhauen können. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr bekommen. Unsere Kellnerinnen stehen da und kommen gerade nicht weiter. Die machen gerade gar nichts.
Die warten auf das Essen. Ist unsere Küche etwa zu langsam? Oh, zwei Stück noch. Leute, komm. Haut raus hier. Und noch zwei von den noblen Leuten hier. Jawohl, es ist endlich geschafft. So, dann die Wintertaverne. Da brauchen wir dann goldene. So, wir müssen morgen alles ausmachen. Wir machen morgen nur Suppen. Alles andere machen wir morgen aus, damit wir die Punkte bekommen. So. Nein, wir machen noch nicht den nächsten Tag. Wie sieht's hier aus? Kann ich noch nicht beanspruchen. So, wir müssen noch Geld ausgeben. Damit wir es ja immer umgebaut kriegen. So, das machen wir alles raus. Dann machen wir direkt die Sitzpitze rein. So, den rein. Den rein. Muss gucken auf das Geld gerade, dass ich das auch finanziell noch stemmt kriege gerade. Also 1,8 pro Dingens ist schon eine Menge. So, nächsten Tag beginnen. Auffüllen tun die ja selber 604 Gäste pro Tag. Wir haben eine Kapazität von 454. Also wir sind da noch gut dabei. So, Fergus, hier machen wir hier mehr Getränke tragen, hier, damit du ein bisschen aus der Pütte kommst hier. So, wie sieht's hier aus? Yeah, wir haben fast die 400. Also wir gehen gerade Richtung 400. So, machen wir gerade. Bediene 808 Kunden. Wow, das ist, also Spiel will mich gerade mobben. So, wir brauchen jetzt goldene. Wir brauchen goldene morgen. Relativ viele. 300. Wir haben nicht genug Nüsse. Wir haben nicht genug Fleisch. Wollt ihr mich verarschen? Dann machen wir morgen die Schlachtenfeier. Kann ich nicht? Doch, können wir. Wir brauchen Nüsse und das Fleisch. Wo sind meine Abenteurer? Ja, müssen wir leider wegpacken. Achso, genau, wir können die Dings gleich erweitern. Kochsachen. Käse brauchen wir nicht. Pilze brauchen wir nicht. Nüsse können wir auf jeden Fall noch holen. Macht das Sinn, eine zweite Abenteurer zu bauen? Glaub nicht. Ah, ich kann nur eine bauen, sehe ich gerade. So, lass uns mal gucken. Können wir was upgraden hier? 1500. Leute, ich brauche mehr Geld. Money, los, gib Gas hier. Funny, funny, honey. Wir brauchen mehr Zaster. Sonst wird das heute nämlich nichts mehr hier. Aber Forschung müsste gut anlaufen eigentlich, ja. 477. Ja, es läuft. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Kann ich das nicht ab... Achso. Upgraden. 1500 pro Top. Nice. 1800 für den Grill. Läuft. Kann ich nicht upgraden. Yeah, 75 Zutaten. Nice. Muss die Töpfer da noch upgraden. Ja, ja, super. 1500. Aber sie sehen aber alle anders aus, die Suppensachen. Nicht dieselben. Ja. Cool.
muss ich auch noch spielen, das Spiel. Das habe ich, glaube ich, auch auf der Liste gehabt. So, 604 pro Tag. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere, dass wir das ein bisschen reduzieren hier von den Leuten derzeit. 74. Ja, das habe ich mir schon. 142 pro Tag, das ist ja. Das ist ja sehr viel. Das ist, gucken wir mal. Da haben wir 160, also 140 pro Tag ist schon sehr wenig. Preise ändern. Achso, kann ich ja jetzt nicht wegen des, während des Events. Egal, bauen wir gleich ein bisschen Deko, dann kriegen wir die Leute wieder hoch. Dürfte nicht das Problem sein. So, wie sieht das aus mit der Forschung? 141 von den gelben brauchen wir. Ja, das kommt aber alles. Kommt, dann haben wir zumindest die Wintertaverne fertig. 400 und mir fehlen noch 5. Die 800 Kunden, wenn wir die jetzt dazu zählen, weiß ich nicht, ob das... Ja gut, die haben wir fast. Wechsel eines Mitarbeiters kann ich erst machen, wenn wir diese weit hoch haben. Wir müssen mal gucken, ob wir noch ein paar Tische bauen, dass wir halt noch mehr Leute dazu bekommen. So ein scheiß Tisch kostet mich auch mal im 1000. Jetzt haben wir im Schnitt 462. Also ich muss gucken, dass ich auf die 462 komme im Schnitt von den Sitzblitzen, dass ich die belegt kriege. Da habe ich schon zwei Leute zum Zapfen, aber irgendwie kommen die nicht hinterher gefühlt. Da können wir hier noch was upgraden. Ja, die Suppen können wir noch upgraden. Kiste müssen wir oben auch upgraden. Müssen wir noch mal gucken nach unseren Abenteurern, die sind noch unterwegs. Oben müssen wir die Sachen auch gleich einmal upgraden. Aber wie viel kann ich jetzt dadurch kochen eigentlich durch den Kamin? Da müsste ich doch auch wesentlich mehr kochen dann. Auch einmal ab. Achso, kann ich nicht. Ich habe keinen 600. Ach Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Was brauchen wir denn noch? Suppen? Brauchten wir noch Suppen? Wo ist man Sachen hier? Suppen haben wir schon gemacht, ne? Leeres Essen. Alle. Naja. Alle. Next Day. So, pass auf, wir reduzieren. 169 ist ein bisschen viel. Wir wollen hoch auf 400. Die 500 ist okay. So, du kannst auch Level Up. Bam, zack, weg. Ah, 3 Punkte fehlen mir noch. 800 Leute. Ah, wir bedienen jetzt 200 goldene Kunden. 6 Punkte. Ja, machen wir. Warte, 200 goldene Kunden. Oh, Prinzenbesuch. Dann kriege ich die 200 zusammen. Dann kriege ich sogar noch einen Adligen dabei. Das sollten wir hinkriegen. Bringt uns zwar nichts für die Forschung, aber es gibt 200 auf jeden Fall für die Wintertaverne. Wir müssen gucken, dass wir die Sachen gleich alle upgraden. So, die brauchen wir auch mal in der nächsten Stufe. Ja, die können wir auch mal so ein bisschen rüberschieben. So, das Wasser können wir nicht upgraden. Den Topf kann ich auch nicht upgraden. Den kann ich upgraden. Suppen einmal updaten. Einmal so Kessel up to date machen. Und dann lübt das von alleine.
So. Was hast du denn hier schon mehr? Oh, 800 Kunden, sehr schön. Verteidige ich einmal gegen die... Bitte greift morgen an, damit ich das neue Rezept bekomme. Ihr müsst uns mehr attackieren. Wir brauchen mehr Rezepte. Es waren immer nur zwei bisher. Es war noch kein Dreier dabei. Ich meine, Dreier gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Aber was ist denn hohe Bedrohung? Was ist das denn die hohe Bedrohung? So, was haben wir denn sonst noch? Käse haben wir noch. Pilze, Fische können wir ja auch mitnehmen. Unser Personal hat schon wieder hier Level Up. So. Ein bisschen weiter runter gehen hier. Habe ich jetzt alle Sitze abgegradet? Ne, habe ich noch nicht. Aber ich habe auch noch nicht das Budget, um alle abzugraden, sehe ich gerade. So, wir machen es aber trotzdem. Alles, was wir upgraden können an Sitzplätzen, ist für uns ein Vorteil. So. Da können wir noch einen machen. So, nächsten Tag beginnen. Und sie haben sogar echt angegriffen, ne? Ich werde verrückt. Sie haben es echt gemacht. Neues Rezept. Direkt muss mein Menü. Eventessen. Alle reinmachen. Wir haben alle Eventessen. Wir haben alle Eventessen. Das heißt, wir könnten jetzt sogar demnächst das Königspaar einladen. 320. 20.000 Belohnung. Mit Ale Cider für 18 Gold. Machen wir doch mal das Festmahl essen. Dann muss ich nur gucken, dass ich dann vor umswitche. Dass wir auf die Spiele gehen oder auf den Keller. 629 Gäste pro Tag. Ja, aber das sehe ich jetzt nicht, dass das irgendwie auslastet momentan. Ne? Also wir sind bei 32% aktuell Auslastung. Von dem, was wir eigentlich haben könnten. Deswegen müssen wir gucken, ob das weiter ausgelastet wird. Man könnte jetzt noch ein bisschen Hotel... Obwohl, können wir noch Hotel irgendwas upgraden? Nö, Hotel haben wir mehr als genug. Wir könnten auf die oberste Etage könnten wir noch ein Hotel machen, aber das würde ich jetzt auch nicht machen. Ich würde das jetzt so lassen. Ich würde jetzt die Sitze noch upgraden. Hugo, was ist los hier? Oh, mein Lieblingslied läuft. 632, ja. Machen wir so ein bisschen rein, damit die FPS nicht so switcht. Deswegen springe ich jetzt auch nicht die ganze Zeit hoch und runter, weil das so ein bisschen auf die FPS geht. Da ist zum Beispiel leer, da ist noch leer. Leute, kommt rein. Es gibt Bier, es gibt Met, es gibt alles hier. Aber die haben keinen Bock hier. So. Müsst mehr machen, Leute. Wir müssen hier mehr machen. Das geht ja hier mal gar nicht. Hier, doch. Menü, was kann ich für dich tun? Levelaufstieg, Kokosnusspudding. Sehr schön. Sehr schön. Ist alles hochgestiegen. Was sagen unsere Leute oben? Die sind noch unterwegs, ne? Was brauchen wir denn aktuell? Fisch. Fisch holen wir gerade, ne? Fleisch wäre nicht verkehrt, wenn wir das noch hätten. Käse könnten wir dann eigentlich auch gleich holen. Obwohl, Käse haben wir noch genug. Fisch können wir noch holen. So, dann sind die auch weg. Können wir unten gleich mal die Sachen noch upgraden. So, die Töpfe. Suppenkapazität 7. Also okay, ich kann jetzt mehr Suppen dann drin lagern anscheinend. So, machen wir das auch mal. Forschung sieht gut aus. Ja, 188, ne? Da haben wir jetzt morgen das Event. Mittwoch. Was haben wir heute? Mittwoch. Okay, dann muss ich aber die Forschung umswitchen. Dann muss ich die anhalten und die beginnen. Dann gibt ja die, ne, die nächsten Leute jetzt direkt. So, Alice ist auch wieder Level Up. Who the fuck is Alice? Alice ist unsere Kellnerin. Alle Leute sind zufrieden. Das freut mich. Ihr müsst mehr Geld machen, Leute. Wir sind jedes Mal im Minus. Wir haben so viel Geld gehabt. Wir stehen kurz vor der Pleite. Den Wegwisch. So, 407, 200 Goldene. Ich glaube, auf den anderen kannst du pleite gehen. Aber den würde ich dann privat mal spielen. Wir haben noch so viele Sachen, die wir erforschen müssen. Ne? Also, essenstechnisch haben wir alles freigeschaltet. Der Rest kommt jetzt von alleine. Hier haben wir 200. Wir brauchen für die Forschung. Und da brauchen wir 200. Das heißt, wir bekommen nochmal 6 Punkte. 637 Kunden, das könnte dann auch von alleine klappen. Hier die 200, die kriegen wir auf jeden Fall voll. Und was, wir machen das hier. Stopp, wir gehen auf die Taverne. Das sind 200 Leute, die wir hier bekommen, ist die Taverne fertig.
Nehmen wir definitiv die Taverne mit. So, 1400 haben wir nochmal dazu bekommen. Das ist sehr schön. Es wird so langsam. Yeah, wir haben die Wintertaverne freigeschaltet. Sehr schön. So, Menü. Hä? Nehmen wir auch den Friedhof. Ja. Dann können wir noch mal eben hier upgraden. Sitzplätze. Verschoben, ja. So, direkt in den nächsten Tag. So, was war's bei den Aufgaben? Da guck mal, direkt hier, doppelte Punkte, sehr schön. Bereite Schneebrötchen, wollte ich gerade sagen. Bereite Schneebrötchen vor. Ist ja geil. Ja, nein, es sind Sahnetörtchen. Schneebrötchen. Ja, guck mich nicht so an. Ich darf das auch mal mich versprechen. Aber wir haben kein Budget. Warte, wir haben kein Budget. Kümmert euch drum. Ich darf auch doof sein. Und wollte schon sagen, habe ich die Rückkopfung genötet? Nein, muss ich aber eben, ich muss mir die Nase putzen. Ja, wenn wir das jetzt fertig haben, machen wir dann WoW weiter. So, dann machen wir, wenn das soweit ausgelaufen ist, machen wir dann die Wintertaverne. Also mit der fangen wir dann an. Habe ich die alle schon upgegradet hier? Scheinbar. So, ich kann ich aber dahin packen eigentlich. Noch 4 Kellner einstellen. So, anheuern. Barkeeper. Kellnerin. Die lasse ich einfach gewähren. Fertig. Sollen die machen, wie sie wollen. Sieht's hier aus? Hier sieht's soweit ganz gut aus. Da können wir noch ein
upgraden, ja. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles sehr schön. So, ja, wir haben es jetzt fast eigentlich geschafft, ne? Also wir haben die Wintertaverne freigeschaltet. Jetzt müssen wir noch die Spiele in den Keller. Audi Lukas, Basketballspiel, Wild Tell freischalten. Und die anderen Sachen, dann haben wir es eigentlich im Endeffekt. Dann sind wir gut durch. Also wir sind gut auf dem richtigen Wege, das gerade durchzuspielen. Ja, ja, die wissen alle, dass ich durch bin. Nur halb so viel Spaß. Direkt den nächsten Tag hinterher. Oh, wir haben ein neues Menü. Was haben wir hier? Levelaufstieg, der Truthahn. Sehr schön. So. Gib mehr als 26.100 an einem Tag aus. Desserts an einem Tag nur. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass das ein Truthahn sein soll. Manche Sachen siehst du halt nicht sofort. So, Menü. Fischeintopf ist Level Up. Sehr schön. Wir gehen mal kurz oben gucken, was unsere Leute oben sagen. Sind die wieder da? Die sind wieder da. Airpen können wir holen. So, dann können wir die auch holen. Angeln können wir auch machen. Käse können wir holen. So, Personal. So, das geht ja relativ zügig. Dass sie die Sachen hier ranholen. Haben wir noch Sitze, die wir upgraden müssen? Ja, da haben wir noch ein paar, da müssen wir gleich mal eben dran. 655 pro Tag im Durchschnitt. Wir haben 85%ige Belegung derzeit. Nicht wirklich viel, wenn du das so siehst. Eigentlich gar nichts. Zu wenig. So, den klicken wir mal weg. Nee, wir müssen beim Tier umbauen. Dass wir jetzt auch alle Sitzplätze dementsprechend fertig haben. Da habe ich noch einen. Aber dann alles soweit ausgetauscht sein. Ja. So, was haben wir hier? Sehr schön, wir haben das nächste Porträt. Jetzt haben wir das Event mit den Königlichen. Warte, wo brauche ich die? Bei den Spielen. Ja, okay, das passt. So, Spezi Spezial. Wir haben ein neues Porträt freigeschaltet. Das hier. Das gibt es dann direkt. Hier, direkt bam. In der obersten Etage. 10.000, ne, 101. Boah, bei solchen Zahlen kann man die gar nicht aussprechen. Ist egal. Auf jeden Fall haben wir sehr viel Ansehen. Das ist schon mal ganz gut. So, was haben wir hier? Sind wir einen Tag lang nur so? Können wir morgen machen? Können wir morgen.